Bei der Auszahlung der Lebensversicherung ist nach der Art der Versicherung zu unterscheiden. Die Risikolebensversicherung wird nur im Todesfall der versicherten Person ausgezahlt. Die Kapitallebensversicherung ist als Vorsorge für das Alter gedacht und wird deshalb meist zu Beginn des Rentenalters ausgezahlt. Bei der Risikolebensversicherung wird die Versicherungssumme an die Erben ausgezahlt. Bei der Beantragung der Auszahlung muss in der Regel neben dem Totenschein und der Sterbeurkunde der Originalversicherungsschein zurückgegeben werden. Die Versicherung erbittet in der Regel zudem den Personalausweis der verstorbenen Person sowie das Familienstammbuch und die Geburtsurkunde. Die Kapitallebensversicherung zählt nicht zum hinterbliebenen Schutz, sondern soll die Rente des Versicherungsnehmers erhöhen. Der Versicherte hat bei den meisten Kapitallebensversicherungen die Möglichkeit, zwischen einer einmaligen Kapitalauszahlung und einer monatlichen Rentenzahlung zu wählen. Worauf wir immer an dieser Stelle hinweisen: Bei der Auszahlung der Kapitallebensversicherung sind auch steuerliche Aspekte zu berücksichtigen. Maßgebend für die Besteuerung sind unter anderem das Jahr des Vertragsabschlusses, die Laufzeit und das Alter des Versicherten zum Zeitpunkt der Auszahlung. Halten Sie hier am besten kurz Rücksprache mit Ihrem Steuerberater, um den günstigsten Auszahlungszeitpunkt zu ermitteln. Habt ihr Fragen dazu, dann ruft uns sehr gern an oder schreibt uns. Auf YouTube einfach direkt unten in den Kommentaren. Findet ihr unsere Videos interessant und hilfreich, dann abonniert sehr gern unseren Transparent-Beraten-Kanal. Und am meisten freuen wir uns eigentlich über Likes.